Hallöchen Freunde und willkommen zurück zur neuen Folge von F1 2012. Es ist wieder mal freitags 12 Uhr und wir beginnen mit unserer zweiten Saison. Die meisten, ja beziehungsweise fast alle, haben sich ja noch eine zweite Saison gewünscht, jetzt gerade wo wir auch ein besseres Auto haben als beim letzten Mal. Und wir haben hier auch noch eine Saison-Challenge. Da werden wir entweder zwischendurch oder am Ende, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Also der Plan sieht so aus, ich mache jetzt die 20 Rennen wieder. Und irgendwann, ja, nach den 20 Rennen, also jedes Rennen wieder mal am Wochenende, wieder am Sonntag, das Qualifying am Samstag und das Training am Freitag. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, bis das F1 2013 released wird, weil sollte es eins geben, was ich aber mal denke, dann werden wir zwischendurch immer noch so ein bisschen Saison-Challenge machen und uns das einmal angucken. Jetzt geht's aber erstmal in die nächste Karriere. Oh, fast Rang 11. 54 Punkte fehlen uns dann nur noch. So, ach, das ist hier noch von dem letzten Mal. Wie gesagt, hier, da haben wir noch ein paar Statistiken. Gewonnene Fahrer-WMs, na gut, mit dem Auto ist das, ja, nicht möglich. Aber wir haben unseren Rivalen besiegt. Wir haben das teaminterne Duell gewonnen. 21 von 40 Ziele erfüllt. Das heißt, wir haben hier mehr als die Hälfte geschafft, so gerade eben. Und ja, eine Pole, zwei Siege, 83 Punkte für die erste Saison. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist sogar noch besser als der Vettel und in seiner ersten Saison. Und Durchschnittsplatzierung 13. Na gut, wir haben halt entweder Hopp oder Top. Und ja, jetzt sind wir mit Sergio Perez im Team. Wir sind sogar der erste Fahrer. Das ist auch schon mal gut. Ich weiß jetzt gar nicht, was es hier für Vor- und Nachteile hat. Aber wir haben ein wirklich vernünftiges Auto. Hier, willkommen bei Sauber. Das nächste Rennen. Oh, und es ist Sonnenschein vorausgesagt. Na, Mensch, das ist doch mal ganz was Neues. Das finde ich ja gut. Weil wir hatten ja beim letzten Mal, hätten wir da nicht so extrem viele Regenrennen. Also sogar hier die Wüstenrennen. Katar und so. Selbst da hat es geregnet. Und wenn wir hier in dieser Saison ein bisschen mehr Glück haben, dann sollte vielleicht sogar noch eine deutlich bessere Platzierung am Ende bei rauskommen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Training und ja, dann schauen wir einmal. Also Let's Play, das ist hier der Nachname von uns, Überraschung des Jahres. So, da muss ich, das muss ich weiter drücken, okay. So, wie gesagt, neue Saison, neues Glück. Und, ach, es geht mit dem Qualifying. Na, dann geht's mit dem Qualifying weiter. Ja. Schnellsetup. Okay, was haben wir denn hier jetzt eigentlich für eine... Moment, da muss ich nochmal... Da muss ich nochmal zurück zum Hauptmenü. Was habe ich denn da eingestellt? Also da werde ich nochmal die Einstellung richtig machen, weil eigentlich wollen wir ja ein langes Wochenende, dass wir uns freitags dann auch nochmal, ja, nochmal das letzte Rennen nochmal uns angucken können, was wir gemacht haben. Deswegen gehe ich einfach mal zu den Einstellungen. Kurzes Wochenende, aha. So, komplettes Qualifying, langes Wochenende. So sollte das eigentlich richtig sein. TV-Kamera. Gut, dann schauen wir eben nochmal ganz kurz in die Schwierigkeit rein. Also, da haben wir Bremshilfe aus, ABS ein. Das kann nie schaden beim Losfahren. So, Traktion ist aus. Wie gesagt, das lasse ich auch aus, damit wir da noch so ein bisschen Realismus drin haben. So, ideal in Typ 3D. Nur in den Kurven. Ja, automatisch, das ist klar. Realistisch, damit wir hier auch ordentlich die Regeln und Flaggen haben. Schadenssimulation natürlich auch komplett. So, Profi, Rückblenden 2, gut, das ist alles in Ordnung. Und dann geht's gleich, gehen wir gleich mal weiter. Gut, so. Dann können wir hier nochmal kurz gucken. Und dann geht's jetzt zur Zentrale und jetzt hoffentlich dann zum freien Training und nicht zum Qualifying. So, ich trinke eben nochmal was. Und
Und dann warten wir kurz, bis das Spiel fertig geladen hat. So, jetzt haben wir auch das Training. Wie gesagt, ich werde das jetzt nicht mehr allzu lange machen. Ach, wir haben hier ein Ziel. Da können wir, gucken wir uns eben nochmal ganz kurz an. Also wir haben hier doch noch ein Ziel, dann wird es doch ein bisschen länger dauern. Ach, guck mal, und jetzt haben wir hier sogar den rechten Platz. Das ist dann mal wieder ein bisschen komisch. Dann müssen wir halt uns das genau anders versuchen. Also setze deine Bremsen während mehr als 7,7% einer fliegenden Runde ein und bleibe dabei unter der vorgegebenen Zeit. So, reduziert den Bremsenverschleiß um 5%. So, bevor wir das annehmen, machen wir nochmal eben ganz kurz... wo geht das nochmal? Wie gesagt, für mich ist das jetzt nicht unbedingt neu, aber ich muss mich auch immer mal ein bisschen orientieren. Also wir werden das fette Gemisch machen, wir werden hier ein bisschen weniger Benzin reinnehmen. Und wir können hier auch nochmal so ein bisschen rumspielen, dass wir hier so ein bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit rausquetschen. So, das lohnt sich dann eher an den letzten Gängen hier. Gut. Bei dem anderen, da lasse ich immer mal lieber die Finger von. Gut, und dann machen wir mal das Ziel. Also 7,7% Bremsen, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal, wenn wir ganz normal fahren, dass wir das dann erreichen. Aber ich denke mal schon. Fahr raus und bremst während der gesamten Testdistanz nicht mehr als vorgegeben. Aber bleib dennoch unter der vorgegebenen Zeit. Ach, nicht mehr. Na gut, das muss man auch erstmal wissen. So, dann machen wir mal die erste Runde hier in unserem neuen Auto, in unserem Sauber. Und dann geht's los. So, da können wir hier schon mal DRS anmachen, auch wenn ich da immer höllisch Respekt vor hab. Oh, da sind wir weit rausgekommen. Dein Speed ist gut, mach so weiter. Oha, unser erstes Lob hier vom neuen Team. So, und ich merke schon, also das Auto lässt sich doch angenehmer fahren, finde ich. Oh, jetzt hier aber ein leichter Fehler. Aber war, glaube ich, nicht so schlimm. Hat ein bisschen Zeit gekostet, aber nicht allzu viel. So, unser Teamkollege ist sogar schon durchs Ziel. 1,32. Kommen wir da ran? Na, ganz knapp. Ja, ganz knapp. Einen Schritt vorwärts bringen. Gut gemacht. Also, 1,3 Sekunden sind wir hier langsamer als unser Teamkollege. Aber das ist ja jetzt auch erst das Training. Da war ja jetzt noch nicht alles. Haben wir jetzt noch nicht alles gezeigt. So, ich muss mich natürlich auch wieder ein bisschen auf die Strecke einstellen hier. So, das Ziel haben wir auf jeden Fall erreicht. Und dann können wir nochmal gucken mit der Rundenzeit hier, die wir gerade haben. Aber da haben wir schon ein bisschen was verloren an der einen Stelle. Ich will es auch gar nicht mehr so in die Länge ziehen. Wir haben ja jetzt doch schon ein bisschen, also knapp über 10 Minuten. Das ist ja für eine Trainingssession hier jetzt schon relativ lang. Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich... zurück zur Garage und dann lassen wir die Zeit einfach mal runterlaufen. Gut. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau. So, was, vielleicht sollten wir auch, vielleicht, ich kann mir ja mal aus dem Netz auch so ein paar Autoeinstellungen rausziehen. Dann können wir das danach vielleicht noch bearbeiten. Dann mache ich das vielleicht mal eben ganz kurz. So, wieder da. Also, ich habe mal eben noch mal ganz kurz im Netz geguckt. Also, es gibt viele, viele Seiten, wo es jetzt so Setups gibt.
spezifisch, aber ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, auch ziemlich auf den Fahrer zugeschnitten. Also das von dem Getriebe her, das finde ich in Ordnung, dass man das so ein bisschen machen kann. Und ja, ansonsten Spurtreue hier, Aufhängung, Ballons. Also man kann sicherlich ein bisschen was rausholen, aber das ist, glaube ich, das muss man, glaube ich, selber ausprobieren alles. Und da bin ich, glaube ich, zu faul, dass ich hier das Auto bis aufs Maximale versuche hier hochzubringen. Wir werden das durch fahrerisches Können sicherlich ausgleichen. Und, ein kleiner Scherz am Rande. Und von daher sollte das eigentlich so schon in Ordnung gehen. So, dann werden wir hier mal so ein bisschen nach vorne spulen. Wie gesagt, die Runde, die wir jetzt gefahren sind, die war jetzt verbesserungsfähig. Also da war jetzt noch ein bisschen mehr drin zu holen. Und ich werde jetzt aber hier erstmal die Zeit runterlaufen lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im Qualifying. Bis dann.